Moin Moin, willkommen zurück zur weiteren Runde von Legion TD2 im Ranglistenmodus. Oh, da sind schon ganz gute Sachen dabei. Wir nehmen die Burg. Welcome to Nova. Wir nehmen das. Reicht. Nehmen wir. Das nehmen wir erstmal so. Mein Held und Zauber ist natürlich nicht schlecht. Die Frage ist, was starten wir? Pyro-Start? Ich glaube. Ja, wir machen Pyro-Start. Machen Ready. Und gehen erstmal auf 5 Worker. Ganz entspannt. Angler. Ist natürlich wieder echtes Late Game, ne? Aber Angler können schon gut werden. Aha! Hat er sich doch dafür entschieden, nur einen hinzusetzen. Gucken wir rüber. Bienen. Und hier sind auch ein Champion Angler. Okay, Champion Angler und ein Piratenskelett. Der will auf dicke Tanks gehen. Der kackt ab. Also Bienenstart, also eigentlich eine Drohne ist so Fiesta. Mal schauen wir mal. Jetzt einfach abwarten. Was passiert und dann schicke ich rein auf die 3. Okay. Ich habe Blut auf 2, das ist schon abartig. Holy shit. Ja, dafür kommt meine Blut jetzt raus. Das ist gut. Oh, machen wir mal lieber so. Ein Stück weit nach hinten. Die Blut ist schon nicht ohne. Ja. Oh, der Angler tot. Ich komme auch zum King Dohosh. Den stellen wir da erstmal hin. Bei euch drumherum dann
meine Tanks auf. Und dann sieht das auch gut aus. Na, nö, war noch nicht stark genug. Mutzigwalle. Ein Bazooka ist mit dazu gepackt. Mit seinen Anglern. Hat aber auch nur ein Mana raus. Schon einen aufgewertet. So ist das alles so. Ja, dass du auf 6 geschickt bekommst, das ist doch vollkommen klar. Wenn man Angler baut, kriegt man immer auf 6 geschickt. Genau wie bei der Sakura-Blume, du auf 3 und auf den 7 und 8 geschickt bekommst. Immer. This is my bone stick. This will be a blast. Machen wir so, da sind wir erstmal gut ausgestattet. Nehmen die eine Stecke noch mit. Er hat schon 2 auf Stufe 2. Gucken wir mal. Ha, soll ich halten? Könnte ich mit dem einen vielleicht durchkommen? Schade. Nur der Robo. Jetzt gehen wir auf den Sarg. Hier der Sarg ist gerade in den nächsten beiden Wellen super stark. Machen wir King-Aufwertungen. Gatling Gun. Naja. Also es macht wahrscheinlich Sinn, auf 10 zu gehen. 13 auf diesen Aufprall-Waves. Für dich. Bis ich jetzt den nächsten locker bauen können. Machen wir Sarg-Level ab. Machen das so. Mach mal die King Upgrades, die sind wichtig. Ganz schön wenig Worker.
Hat mal 5 Stück, da können wir eh nichts zusammenreißen. Aber auch Auto sind an, sonst würde mir keinen Unfall schicken. Oh, da könnte durchkommen, ja. Aber Gatling Gun ist natürlich sehr stark auf den beiden Waves gewesen. Da kann man nicht viel machen. Ja, erstmal den King komplett. Nächste Runde erstmal einen Zeus aufbauen. Das ist wichtig für die 10. Maulwurf. Okay, ich habe sehr viel Fernkampfschaden. Dann macht das schon Sinn. Aber er gerade beschworen. Ah, easy. Easy geblockt. Na, ich hoffe, der carryt mich dann später. Wenn ich jetzt hier schon alles blocke. Also nicht alles, aber in sehr vielen Runden muss ich hier verteidigen. Ein kleiner Angriff. Oh, hat heilige Räscherin. Hat eine heilige Rächerin. Ja, bei ihm haut die Drohne natürlich rein, bei einzelnen Zielen. Ne. 17 Oberbild, was sind das für eine Zahl? Leider nicht geschafft, wegen Mini-Leben. Okay, der erste Kingpin steht. Sollte er theoretisch keine Probleme mehr haben. Kann auch locker aufbauen. Muss er auch. Was macht denn Sinn? Ja, auf jeden Fall macht ein Aufprall-Wave Sinn. Vielleicht auf 13. Könnten wir auf jeden Fall mitnehmen. Machen wir mal einen Reroll, weil ich das brauche.
FPS, ich habe aber so die schon so kacke hingestellt. Ne, wir machen das so. Wir nehmen aber den Albtraum gerne mit. Auf jeden Fall nehme ich den gerne mit. Haben jetzt auch genug Stichschaden. Ich will darüber keine Gedanken machen. Ach, ich müsste eigentlich auch ein VS mitnehmen. Für die Rächerin brauche ich das. So, das Blut ist nicht mehr rausgekommen. Ah, ich weiß. Das haben wir gut. Ach, Moment, er hat auch eine Rächerin. Ich habe jetzt die andere angezeigt. Einfach Blut noch mit rein. Einfach rein. Oh ja, geht auf den Richten. Reicht aber nicht. Yes, my lord. Consider it done. Es reicht aber nicht. Bei uns beiden nicht. Wir müssen eine dicke Sammlung machen. Sonst kommen wir nicht durch. Entweder sammeln wir jetzt bis 16. Dann müssen wir noch die Kingpins down kriegen, ne? Das ist halt auch wichtig. Haben wir noch Sarkin? Wir können noch bis 18 sammeln. Das wäre dann der absolute Long Save. Aber er muss halt auch ein bisschen Einkommen aufbauen, halt so weit zurück. Ich baue erstmal locker auf, auf jeden Fall. Pyro. Jetzt hat er noch den Schattentänzer. Hexe wäre nicht schlecht. Jede Runde dieses Ding. Oh Mann. Der sind war zu dick für mich.
Hexe wieder mit raus. Den werten wir auf. Bist du stärker? Ja, bist du. Sehr gut. Da ballert mir jede Runde rein. Jetzt sieht es mal ein bisschen besser aus. Jetzt komme ich mal durch. Ist aber gerade so verkackt. Hä? Nö. Ich habe nicht so gut gecovert, wie ich konnte. Jetzt musst du auch mal was reißen. So richtig zufrieden bin ich noch nicht. Wir sollten erstmal sammeln. Naja, wir sammeln. Frage ist, auf was sammeln wir? Das ist die große Preisfrage. 19 könnte uns gut was bringen. Bin ich ehrlich. Jetzt müssen wir das überleben. Sieht nicht gut aus. Nee, das sieht nicht gut aus. Das war's. Hat sich mit den Kingpins einfach nicht... ja. Regeneriert, sag ich es mal so. Keine Worker gehabt, Einkommen kacke. Und so viele Leaks. Er ist einfach nicht ins Game gekommen. Ja, das war eine Runde Legion. Schaut euch gerne mal an, wie es vorbei ist. Lasst ein Like ab oder wenn ihr mehr sehen wollt. Bis dahin, entspannten Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.